Viele Menschen haben Angst vor Würmern, Erregern und Candida im Darm. Doch geh doch dann einfach mal zum Arzt und erklär ihm, warum du das so meinst. Und wenn dieser kulant ist, dann wird er das testen, und zwar mit deiner Stuhlprobe. Es werden extra über Wochen Kulturen angelegt, um Pilze darin zu züchten oder Erreger zu züchten oder halt, wie gesagt, den Candida halt, ja. Und so könnt ihr einfach 100% sicher sein, dass in eurem Stuhl diese nicht vorhanden sind. So, wenn ihr auch die Eier von Würmern würde man sehen, ja. Oft verwirrt die Angst die Menschen, obwohl das nicht die Ursache ihres Leidens ist. Aber ein sehr interessantes Mittel scheint doch das Grapefruit-Kernextrakt zu sein. Und zwar ein sehr kontroverses Mittel. Bitte bis zum Ende schauen, ganz wichtig. Dieses Jahr kam eine Studie heraus, wo Polident, ein Zahnreiniger, welcher 99% aller Erreger beseitigen sollte. Und dieser wurde gegen Grapefruit-Kernextrakt getestet. Nach 5 Minuten und nach 24 Stunden ist der Candida albicans deutlich gestiegen in der Kontrollgruppe. In der Polident-Gruppe ist er nach 5 Minuten deutlich gesunken, natürlich nachdem man sich den Mund damit ausgespült hat. Und nach 24 Stunden aber trotzdem wieder ein leichter Anstieg zu vermerken. In der Grapefruit-Extrakt, das ist ein wirklich offiziell schwieriges Wort, in der Grapefruit-Kernextrakt-Gruppe 0,1% steigt der Candida am allerwenigsten nach 24 Stunden. Wow! Und wenn man 1% Grapefruit-Kernextrakt nimmt, dann überlebt gar kein Candida mehr. Das ist aber auch nicht so ganz gut, denn ein Candida ist eigentlich in gewissem Maße okay für uns. Doch interessant wäre es doch zu sehen, wie verhält es sich mit dem Candida im Körper, und so suchte der kleine Patrick und fand auch ein paar Studien. Ein Säuger mit der Candidose, das heißt mit einer Candida-Überwuchung, wurde das Grapefruit-Extrakt gegeben und Amphotericin wurde daran getestet. Das sind Arzneistoff und Grapefruit-Kernextrakt. Zu sehen ist, dass alle Säuger mit einer Candidose nach 15 Tagen starben. Durch das Grapefruit-Kernextrakt überlebten 5 von 5 Mäusen insgesamt 2 über 40 Tage. So nun der Arzneistoff, hier sehen wir den gleichen Trend, nach 15 Tagen alle mit der Candidose tot. Doch auch hier schafften es sogar 3 von 5 über 40 Tage. Das Interessante ist, anscheinend werden Ärzte diesbezüglich nicht geschult. Denn jeder Arzneistoff hat auch Nebenwirkungen. Man könnte die Dosis oder die Einnahmemenge deutlich erniedrigen, wenn man das tut. Und zwar, hier wird gezeigt, wenn beide miteinander kombiniert werden. Wieder der gleiche Trend, Mäuse starben nach 15 Tagen mit einer Candidose. Grapefruit-Kernextrakt und der Arzneistoff kombiniert schafften es sogar 4 von 5 Mäusen über 40 Tage zu überleben. Übrigens ist es echt lustig, vor 10 Jahren gab es noch kein YouTube und jeder hat sich den größten Mist im TV angeschaut. Jetzt schauen über 10.000 Leute diese Dinge über ihren Körper an. Was eigentlich Ärzte gucken sollten unter anderem. Toll, dass du da bist und danke, dass du immer wieder einschaltest und likes und teilst und auch sogar meine Produkte kaufst. Ich wollte mich einfach bei ganzem Herzen nochmal bei dir an dieser Stelle bei dir bedanken. Wofür es aber noch bekannt ist, ist ein natürliches Antibiotikum. Und was gibt es Besseres, als es zu testen, wie überhaupt das erste Antibiotikum entdeckt wurde in dieser Art? Ein Schimmelpilz, der Penicillinum, wurde vergessen auf einer Petrischale, auf der Bakterien kultiviert waren. Als der Schotte Dr. Fleming aus dem Urlaub kam, konnte er seine Augen nicht trauen, denn überall, wo der Pilz vertreten war, gab es keine Bakterien mehr. Also testet man das Grapefruit-Kernextrakt gegen Gram-positiv und Gram-negativ-Bakterien gegen 5 andere Antibiotikum auf dieser Petrischale. In der Mitte sehen wir den Kranz von dem Grapefruit-Kernextrakt. Dieser war deutlich ausgeprägt, sogar mehr als einige andere Antibiotika. Auch die Konklusion bestätigt die Annahme, dass es deutlich wirkt gegen Bakterien. Interessant wäre aber, hätte Fleming damals Grapefruit-Kernextrakt auf der Petrischale vergessen und das dann nach dem Urlaub gefunden. Aber wieso das nicht in dem Maße wahrscheinlich passiert wäre und die Wirkung nicht so gewesen wäre, das kläre ich gleich mal. Kommen wir zur letzten Disziplin, und zwar Viren. Und es wurde getestet in der Reihenfolge auch. Grippevirus, Newcastle-Virus, eine Art neue Vogelgrippe würde ich es nennen. Den Brussel-Virus, eine Art Vogelseuche. Zu sehen ist, dass bereits nach 5 Sekunden die Kolonienanzahl deutlich sanken und das fortlaufend je mehr Zeit verstrich. Auch rechts gegen die Salmonellen und E. coli der gleiche Trend zu beobachten. Doch wie macht es das? Viele Erreger verstecken sich hinter einem Biofilm, unter anderem auch deine Bakterien. Wenn diese nicht beeinflusst wird, dieser Biofilm, durch ein Mittel, sind die Mittel wirkungslos. Denn dieses Jahr erschien eine Studie, die erstmals gezeigt hatte, dass Grapefruit-Kernextrakt dieses beeinflusst. Und zwar verhindert es die Polysaccharid-Produktion, damit der Biofilm nicht mehr anpassungsfähig ist des Erregers.
Daher vermute ich, interagiert es mit deinem Körper, sodass Antikörper, deines Körpers gebildete Antikörper, jetzt die Antigene, das heißt die Fremdkörper, beseitigen können. Es gibt nur ein Problem, jetzt kommt's, welches ich habe mit dem Stoff. Denn er scheint nicht das zu sein, was einen Hype wirklich auslöst, sondern es wurde zu einem bei der Herstellung durch Zusätze. Das muss man einmal verstehen, indem man sich den Herstellungsprozess einmal anschaut. Das ist mein aktueller Herstellungsprozess, den ich momentan so gefunden habe. Und ich zeige euch nicht alles Gute, sondern auch einfach das Schlechte und warum ich mit meinen Stoffen vielleicht sogar auch Bedenken habe, bis ich vielleicht sogar eines Besseres belehrt werde. Hier möchte ich nicht alles durchgehen, sondern wie gesagt nur den 5-Schritt einmal. Ammoniumchlorid wird zugesetzt. Diese Chloride machen durch Reaktion später 17% des Extraktes wirklich aus. Allen voran Benzetoniumchlorid, welches ein Konservierungsmittel in der Kosmetik ist und sogar in den Lebensmitteln in Deutschland als verboten eingestuft ist. Es gibt Studien, die haben jenes untersucht. Es wird vermutet, dass es nicht bei der Entstehung dieser Stoffe eingewirkt hat, sondern erst wirklich durch das Zusetzen. Es gibt einige Studien, die diese Hinweise liefern. Auch diese Studie zeigt 3 Proben, in denen alle der synthetische Konservierungsstoff bzw. Desinfektionsmittel Benzetoniumchlorid gefunden wurde. Es gibt auch Bewegungen, die sagen, dass es eine Lüge sei der Pharma. Dann sollen sie doch bitte erstmal das Gegenteil im Labor beweisen, bevor sie mich dazu wieder bekommen, diesen Stoff zu kaufen. Bisher wurden in Studien nachgewiesen, dass dieser Stoff enthalten ist, aber noch keine, dass dieser Stoff halt eben nicht enthalten ist. Vielleicht gibt es mittlerweile auch schon andere Verfahren oder Methoden, wo dieses halt nicht so passiert. Dann müssten aber mit diesen Stoffen auch unter anderem Studien gemacht werden, weil dieser Stoff würde mit Sicherheit völlig anders wirken als dieser nach der Herstellungsmethode. Daher nehme ich diesen Stoff momentan nicht zu mir, weil es für mich einfach noch eine Art Ungewissheit ist und ich da ein bisschen mehr Klarheit brauche, wie es jetzt tatsächlich einfach ist, ob es schon ein neues Verfahren gibt oder solche Sachen oder nicht. Oder immer noch das. Und wenn ein Stoff einen zusätzlichen synthetischen Desinfektionsmittel beinhaltet, was sogar verboten ist in Deutschland, dann weiß ich es halt einfach nicht. Ja? Ich möchte die Produkte nicht schlecht machen oder sonst was nicht. Es ist nur ein großes Fragezeichen, den ich in den Raum werfe. Und lieber Unwissenheit, dann habe ich eher gerade die Finger lieber weg. Das Problem ist, dass viele dieses Video nicht zu Ende geschaut haben und es wahrscheinlich schon bestellt haben und ohne dieses Dings es einfach jetzt halt nicht wissen. Aber deshalb empfehle ich immer, meine Videos auf jeden Fall zu Ende zu schauen. Dann wirst du auch wirklich alle Informationen aufsaugen. Ja, das war's schon wieder von mir. Ja, wir können gerne in der Videobeschreibung einmal diskutieren oder sonst was, Daten zusammenzutragen. Und das ist momentan mein Stand der Dinge. Vielleicht gibt es schon einen anderen Stand. Ich freue mich auch auf deine Informationen und lass uns gerne darüber diskutieren. Ich danke mich fürs Zusehen. Ich würde mich sehr freuen über einen Daumen nach oben von dir für meine Arbeit. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn du den Kanal abonnierst, dabei auf die Glocke drückst, damit du informiert wirst, wenn du wiederkommst. Und euch sehr gerne auf vitasomal.de sehen, meine liposomalen Supplements mit höherer Bioverfügbarkeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mich dabei unterstützt. Und wir sehen uns gleich auf vitasomal.de. Dankeschön fürs Zusehen. Ciao, mein Freund.